Hallo Welt, da sind wir wieder hier am Kürbishaus. Und Omega Red ist auch da, kommt gerade ins Team. Hey, ganz schön gelb hier alles. Oder vielleicht grün? Hallo Omega Red. Ja, am Kürbishaus sind wir. Hey, was ist hier los? Ich kann mein Emote-Rad nicht öffnen. Die Emotes... Hey, das wollte ich gar nicht. So eine Verschwendung. Ah, jetzt geht es. Hallo. Ich glaube, das Kürbishaus können wir verlassen und wir können unserem Ziel weiter entgegengehen. Unterwegs machen wir noch ein paar Fotos. Hoffentlich wird das Wetter gleich ein bisschen besser. Es ist ja doch ganz schön gelb hier, oder grün, grün-gelb, giftgrün. Und weiter geht es Richtung Red Rocket Raststätte, beziehungsweise hier Red Rocket Megastop. Da dürfen wir dann ein Foto machen und dann geht es noch hier zu Freddy Fuchts Gruselhaus. Da waren wir schon mal. Unser eigentliches Ziel ist aber das hier unten. Bekämpfe nämlich das Ungeziefer in Dolly Sots. Und da können wir vielleicht, ja, ich weiß nicht, hier rum unten entlang, also oben entlang hier vielmehr. Und ich überlege gerade, Abbys Bunker scheint noch gar nicht entdeckt zu sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir da schon gewesen sind. Ziemlich früh sogar schon. Omega Red, was hältst du davon, wenn wir starten Richtung Red Rocket Megastop? Bitte keine Brandbestien mitbringen. Die dürfen ruhig da hinten an ihrem Riss verweilen. Ich möchte die gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass die mitkommen jetzt. Oh, da geht es lang. So viele Kürbisse hier überall. Oh, eine Rutsche. Ich möchte rutschen. Darf ich nicht. Okay. Oh, ein Kinderspielplatz. So was Trauriges. Verlorene Unschuld. Wenn wir Glück haben, treffen wir nicht auf allzu viel Widerstand. So, am Schrottplatz, am Megastop. Oh, das ist verschlossen, aber nicht für uns, nicht mehr lange. Das heißt, 24 Versuche hätten wir... Oh nein, unsere Haarklammer. Das Geräusch hat mich abgelenkt. Haha. Wir haben es geöffnet. Schießpulver haben wir hier drin. Ansonsten, ja, nicht so viel. Schießpulver können wir ja mal mitnehmen. Oh, da ist noch was reingekommen. 556er. Munition, ey. Also, hier könnte es Supermutanten geben, es könnte Protektrons geben, die vielleicht gar nicht so bösartig sind. Aber es könnten auch Ghule da sein. Was hatten wir sonst noch? Angriffe von Ratten. Wir waren ja öfter schon hier. Ja, Ratten, Red Ratten haben angegriffen. Ach, alles Mögliche hat hier schon angegriffen. Anspruche die Werkstatt. Red Rocket Megastop. Hier kann man schön bauen, aber das bleibt ja nicht. Irgendwo sollen wir hier ein Bild machen. Ich glaube, ich müsste da nochmal nachschauen, wo genau sie ein Bild haben möchte. Wovon genau? So, Gegenstände und Notizen. Und die letzten Wünsche.
Okay, du schreibst es auch gerade. Omega Red. Foto machen von großen Turm. Und genau hier. Der sechste Punkt ist es auf der Liste. Schild von Red Rocket Megastop in Nuka-Cola-Werk. Ach so. Das wäre 7, aber die 7 fehlt davor. Na, hat sie vergessen. Vielleicht die 7 ist auch eine Unglückszahl für manche. Vielleicht hat sie deswegen die 7 nicht geschrieben. Schild von Red Rocket. Okay. Okay. Okay, doch. Okay. Na, so geht's. Etwas umständlich, aber ich hab's klein gekriegt. Ach so, wahrscheinlich ist die Kamera wieder nicht ausgewählt. Ja. So, da haben wir die Kamera. Dann machen wir mal ein Bild. Ist ein bisschen dunkel. Omega Red, vielleicht möchtest du mit drauf. Das müsste dann... Oh ja, das ist perfekt. So, ein bisschen verschwommen. Ich glaube, ja, aber wir haben alles drauf. Okay, das geht. Und... Da war das Vögelchen. Wir schnappen uns den Ausputzer. Wir schnappen uns den Ausputzer. Wir schnappen uns den... Es ruckelt heute bei mir extrem. Ja, hat geklappt, ganz genau, Omega Red. Wir sehen das auch rechts oben. Letzte Wünsche, erfülle die letzten Wünsche des Touristen. Da haben wir jetzt schon 2 von 7 geschafft. Und ich glaube, wir müssen das Ding ja nicht erobern unbedingt. Aber es könnte hier eine Bastelwerkbank geben. Und da können wir mal gucken, ob wir da diese Kürbisgranaten herstellen können. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier eine Bastelwerkbank. Und wenn mich weiter nicht alles täuscht, dann könnten wir hier auch Haarklammern noch finden an einem Spiegel. Und vielleicht einen Bauplan in der Küche. Haarklammern sehe ich jetzt gerade nicht hier. Patronen und eine 44er, die passenden Patronen dazu. So funktioniert das aber nicht, wenn sie die Patronen in den... in das Waschbecken werfen, dann... Ey, dann klappt das nicht so gut. Irgendwo scheint hier eine Kakerlake zu sein. Wahrscheinlich eine Red Kakerlake. Die sind hier öfter. Arme und Beine verloren, aber der Fuß ist noch da. Boah, wie sieht das denn aus? Mach das richtig. Oh. Warst du das? Ah, er beschützt sein Toilettenpapier hier. Ja, dann eben keine Haarklammern hier. Oh, so viel Plastik. Aha. Ein Meyerlurk-Ei. Das wiegt doch eigentlich nur. Omega Red, du hast auf Graham geschossen. Na, hoffentlich schießt er nicht zurück. Graham ist da. Da könnte man doch auch was verkaufen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, alles weggeworfen. Oh, ein Teddy. Der Kaugummibär muss ja auch mal aufs Klo. Hey. Warum liegt hier Heu? Merkwürdig. Oh, aber schön sauber machen und dann die Zahnbürste entsorgen. Nicht, dass die noch jemand benutzt. Eine Haarbürste. Typisch. Vor dem Spiegel. Ja, Graham taucht hier tatsächlich manchmal auf. Ja, da gehe ich doch mal ganz schnell hin. Wenn er noch da ist. Also wie gesagt, erobern müssen wir das Ding jetzt nicht unbedingt. Ich frage mich sowieso mit Graham, was er... Ah, da läuft er ja. Ohne seine Muku.
Ich frage mich sowieso, was Graham gegen die Brandbestien unternimmt. Er weiß nicht, wie tanzen. Ganz früher vielleicht. Hey, Graham. Hey, Graham. Oh, gut. Du redest mit uns. Mal sehen, was haben wir denn Schönes? Den Breitseiter können wir dir doch verkaufen. Der wiegt ganz schön viel. Denken, ich kenne diesen Ort. Geruch, hey. Wie zu Hause. Wie? Jetzt ehrlich? Altes Fleisch? Vielleicht. Heimat dort sein, wo das Fleisch sein. Ja. Red Eggs, wir können einiges noch verkaufen hier, sehe ich gerade. Wir haben ganz schön viel immer noch dabei. Graham, jeden Tag sehen neue Dinge. Essen neues Fleisch. Meistens neu. Neu für Graham. Jeden Tag. Jelly, die Muku essen neues Grünzeug, machen neue Haufen, schlafen, neuen Schlaf. Wir gutes Geschäft gemacht haben. Wow. Der ist auch gerne am Erzählen hier, der Graham. Eine Armee-Munitionstasche und ballistische Faserschrott. Ja, sowas behalten wir natürlich. Ich glaube, den Rest können wir so ziemlich alles verkaufen. Mal gucken, die Erkennungsmarken. Fiberglasrolle behalten wir, Glasfaseroptik behalten wir. Gold können wir, glaube ich, verkaufen. Hallo! Kleber behalten wir, Kleber behalten wir. Kohle kann weg. Kristallscherben behalten wir, lose Schrauben behalten wir. Radioaktive Kürbissamen behalten wir, Superkleber und überschüssiges Antiseptikum haben wir noch. Und das Letztere kann dann auch weg. Munition kauft er keine, er verkauft aber Armbrustbolzen. Omega Red, du schreibst gerade, du hast zu viel Schrott im Inventar. Ja, vielleicht kauft dir Graham ein bisschen was ab. Und ja, mehr können wir, glaube ich, nicht tun. Ein paar Bierchen könnten wir noch verkaufen. Bier? Wir verkaufen Bier? Naja, warum nicht? Es ist zu viel, was wir bei uns haben. Das wiegt ja alles nur. Sein bester Handelspartner. Wollen immer das Gleiche. Grünzeug, Schutz, einfache Sachen. Okay. Graham, warte. Warte. Hast du vielleicht irgendeinen coolen Bauplan für uns? Ah, die kennen wir alle. Ah, hier unten. Aggressodron-Klingen, nein. Behandeltes Futter, na, ich interessiere mich, oder Breitseite. Flammenwerfer, wow, so teuer der Bauplan. Ich interessiere mich mehr für so Sachen fürs Camp und das Gleisgewehr. Auch hier im Bauplan, der ist auch ziemlich Töten teuer. Töten sein gut, aber handeln sein besser, leichter. Ja, eigentlich brauchen wir den großen Generator hier. Ich weiß nicht, ob wir den Bauplan mal kaufen sollen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo finden kann. Aber bis wir den gefunden haben, brauchen wir den denn wirklich? Naja, dann wäre es komplett. Wir standen letztens am Gutshof Billings und wollten ja eigentlich nur das Ressourcengerät wollten wir eigentlich nur mit Strom versorgen. Da hätte der große Generator gereicht. Dann haben wir aber doch den Fusionsgenerator aufgebaut. Ich glaube, wir kaufen den jetzt mal. Eine Kiste im Megastop. Ich glaube, da gibt es eine. Omega Red. So, den großen Generator. Ich hoffe, wir haben den gekauft. Irgendwie, warum? Warum haben wir den nicht gekauft? Was ist denn hier los? Warum ruckelt das heute so? Es geht nicht. Oh nein, ich hänge hier drin fest. Dies für das. Ich kann nichts mehr machen. Das für dies. Oh. Halt, ich wollte den Bauplan. Das ruckelt extrem heute bei mir. Also nochmal, wo ist denn der Bauplan? Das für dies. Immer mit der Ruhe. Schickes Bett? Wie sieht das aus? Das kaufe ich auch. Wenn das schick ist, kaufe ich das. Maximalgewicht erreicht, du kannst keine weiteren Baupläne kaufen. Ach so, warum denn? Aber es hat ja Augen. Knusprig. Waren hey. Nicht sehr grün. Hey, das gibt's doch nicht. Sei doch mal ruhig.
Handeln da, nicht. Oh, die haben das gemacht, damit es nervt die ganze Zeit. Warum sabbelst du die ganze Zeit? Ich kann mich doch gar nicht konzentrieren hier. Ich kann nichts mehr kaufen. Ich kann... Doch, jetzt geht's. Was habe ich gerade noch mal gesehen hier? Das schicke Bett und das Voltec-Bett. Okay, jetzt geht's. Den Spind. Oh, der ist aber teuer. Du sagen Hallo, ich sagen Handel. Na egal. Was wir haben, das haben wir. Ich kaufe das jetzt mal. Ich kaufe auch den Spind. Egal. Ich glaube nicht, dass man die Sachen so schnell findet irgendwo. Und die Waffen und Rüstungsteile, ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Wobei das Todestamburin mich natürlich auch noch interessieren würde. Muku. Ja, mir reicht's hier mit dir. Alles in du Ordnung, kannst ruhig weiter sammeln. Ich hau mal ab. Das ist ja nicht zu ertragen mit den Händlern, dass die immer so viel reden müssen hier. Reicht doch, wenn die am Anfang was sagen. So, wir lernen. Großer Generator und schickes Bett und einen Spind und die Straßenlaternen und den Voltec, das Voltec-Bett 2, was auch immer das ist. Ja, natürlich, ich bin nur angefressen, weil ich reden möchte. Wenn jemand anders dann immer reinredet, dann ist das ziemlich anstrengend und sich zu konzentrieren dabei ist sowieso ziemlich anstrengend. Ich weiß nicht, was das gerade war. Weshalb der Stand, als ich den Bauplan kaufen wollte, dass ich das Maximalgewicht erreicht hätte. Aber ihr habt ja gesehen, reingehen, rausgehen und wieder reingehen und dann geht's dann, ging's dann auch wieder. Warum geht jetzt hier auf? Möchtest du... Ich will das doch gar nicht einnehmen. Hey. Verhält sich heute gruselig hier. Macht, was es will. Die Kiste, gucken wir mal. Die müsste, wenn mich nicht alles täuscht, hier hinten stehen. Und Baupläne könnten hier in der Küche noch rumliegen. Also im anderen Gebäude eigentlich drüben. Die Baupläne hier, die Kiste... Ja, hier ist eine. Warnung! Protektrons beim Red Rocket-Gebäude entdeckt. Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Eine Nichtbefolgung kann die sofortige Kündigung nach sich ziehen. Ah, die Bastelwerkbank. Gut. Kann man hier auch was verwerten an der Powerrüstungsstation? Gegenstände verwerten? Jo. Den gesamten Schrott verwerten. Ja, 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 ja. Ballistische Faser mal hier reinschmeißen. Wenigstens das sollten wir sichern. Wertvoll, wertvoll. Und... Warnung! Protektrons beim Red Rocket-Gebäude entdeckt. Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Eine Nichtbefolgung kann die sofortige Kündigung nach sich ziehen. Granaten, dann bauen wir... Putzig, die Kürbisgranate. Wow, sieht gefährlich aus. Ja, die Kürbisgranate können wir bauen einige Male und die bauen wir auch. Wir haben zwar 3 bekommen, scheinbar, aber... Eigentlich sollten wir die radioaktiven Kürbissamen alle verbrauchen, oder? Für was anderes werden wir sie nicht brauchen. Ja, das reicht. Ich möchte nicht so viele mit mir rumschleppen. Die wiegen ja auch und so oft benutzen wir abbrechen. Diese Teile nicht. Großmengen herstellen, das ist vielleicht wichtiger. Geht gar nicht so viel. Kleber können wir zusammenpacken und Plastik hier. Und dann schreiben wir nachher, wieder, dass wir kein Plastik haben. Warnung! Protektrons beim Red Rocket-Gebäude entdeckt. Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Eine Nichtbefolgung kann die sofortige Kündigung nach sich ziehen.
Gut, liebe Welt da draußen, Omega Red, wir sind am Ende der Folge. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.